Hallo und herzlich willkommen beim ersten Update-Video zu der Abyss-Liga von Path of Exile. Ja, ich habe die Liga sehnsüchtig erwartet, weil es endlich wieder mal etwas gibt zum richtig kämpfen. Seit der Breach-Liga habe ich das so ein bisschen vermisst. Also, es sind meistens nur so kleine Dinge gewesen. Harbringer und ja. Hat lange genug gedauert, also vor allem auf der Hinsicht nach Unique, einfach die Jagd nach den goldenen Gegenständen geht jetzt einfach viel besser schon anfangs des Spieles. Und ja, die neuen Skills, wie zum Beispiel hier der Brennetod oder wie explosiver Tod, genau, ist extremst genial. Und auch die anderen sind genial. Was mir nicht so gefällt, ist der Archer, der Spektral Archer, wie der heißt, wo man hier so einen Geist oben drüber hat. Das bräuchte man eigentlich nicht so wichtig. Gut. Es ist schon normal, dass man viele Pfeile verschießt. Und ja, so viel Unterstützung gibt es halt auch nicht. Weil mit dem Bogen hast du schon ein extrem gutes AOE. Das sollte lieber dann Singleplayer, Single Damage ein bisschen besser sein. Ja. Spellkaskade gefällt mir, ist aber noch zu schwach. Ich habe es jetzt zweimal drin hier. Bei Desecrate Ground, also nur Desecrate und Wein, genau. Und eben beim explosiven Tod auch nochmal. Und ja, das ist wunderbar, weil man hat endlich mal recht viele ja, Projektile bzw. Kugeln, egal was man halt so verschießt. Und ja, es ist abwechslungsreich, also der Bild der... Da muss man nicht nur einen Knopf drücken und durchrennen. Man ist auch ein bisschen dran, also mir gefallen lieber Builds, wo man irgendwas zu sehen hat, bevor man irgendwie Gegner killt, als sofortige Killer wie Bogenschützen oder so. So Tornado-Pfeil ist eigentlich viel zu schnell für mich, aber das Spielen hat einfach viele fürs Farmen. Und damit dem Böll kann man da besser farmen, weil man kann extrem viel MF reinbringen. Also so viele Gegenstände wie möglich einfach opfern für ein paar Gegenstände zu finden. Und so. Der Izao-Kampf ist meistens nicht so einfach. Das liegt einfach am schlechten Burst-Damage. Und den langen Animationen, aber einfach ein bisschen Geduld haben. Der Bild ist eigentlich ganz kinderleicht. Wir brauchen nur zwei Skills, explosiver Tod und Entweihen. Entweihen, dann einmal explosiver Tod. Wir haben zwei Golems dann. Ich habe jetzt noch einen, aber nach diesem Labyrinth hier haben wir dann zwei Golems. Machen wahrscheinlich noch Geschwindigkeitstod. Golem, aber der ist extremst, ja, den braucht man eigentlich überhaupt nicht. Es ist aber, es ist einfach so, dass es halt ein bisschen limitiert ist von der Angriffsgeschwindigkeit, also von der Cast-Geschwindigkeit eher. Und deshalb bringt es nicht so viel. Man könnte wirklich defensiv spielen und einen Stein-Golem verwenden oder vielleicht auch einen Chaos-Golem. Und alles andere könnt ihr wählen, was ihr wollt. Also ich würde jetzt eher auf die Defensive gehen in diesem Bild. Deshalb habe ich auch eine Rüstung für... oh, ich will die nicht nehmen. Ja. Weil dann habt ihr... ich hasse diese kleinen Insizien. Man hat dann einfach... ja, man hat dann einfach Rüstung. Es ist wichtig, Rüstung zu haben im Spiel. Oder auszuweichen.
Aber eins von beiden, also. Und es geht sehr gut mit dem Bild, also er hat viel Rüstung. Also er hat viel Leben sozusagen. Das ist es eher, es ist halt kein Schildtank. Es ist eher ein zwei Zauberstäbtank. So. So viel gibt es jetzt gerade nichts zu sagen, weil ja, der Bild ist so einfach und ja, so cool. Ich habe ja aber gesagt im Livestream, ich habe ja gelivestreamt, dass ich einfach den andere Builds zu spielen, wenn ich die Items habe. Ich finde so viele Items, aber leider nichts für ein Bild, den ich jetzt gerade machen soll. Da muss ich eben Geduld haben, spiele ich so lange mit diesem Bild. Kann dann also mehr sagen über Builds. Ihr könnt jederzeit natürlich etwas anfragen und ich werde es natürlich auch erklären. Ja, also es lohnt sich extremst, Path of Exile wieder anzufangen, für die, die es, ja, ein bisschen zu schwer oder zu seicht war, und ja, es macht einfach extrem viel Spaß. Also es zwingt mich sogar dabei zu sein. Also ich kann einfach nicht ohne. Nach einiger Zeit werde ich kribbelig. Ich kann nur ungefähr 5 Stunden schlafen, sogar weniger. Ich muss sofort wieder Path of Exile spielen und dann noch Minecraft und oh. Ah ja. Also immer in Bewegung sein bei ihm. Die anderen Sachen eigentlich zuerst killen, wenn ihr könnt. Also immer die Sachen, die hier so aufblinken, zuerst töten. Hab's ja manchmal auch extrem viel Leben. Und ihr bekommt keinen Schaden einfach nicht sagen. Das richtig macht. Und immer seitlich ausweichen. Immer seitlich. Ich habe immer gegen ihn Ding und ja, da kommt einfach wieder auf euch zu und lohnt sich nicht. Immer seitlich. So war ein bisschen längerer Kampf natürlich. Es kommt dann noch das dritte Mal und dann haben wir es geschafft. Ja, das Labyrinth ist eigentlich immer so ein bisschen das Highlight vom Spiel, weil es natürlich auch schwer ist. Ja, okay. Ich finde es jetzt nicht mehr so schwer, aber ja, das Überlabyrinth dann. Hier geht es vom Überlabyrinth vom vierten. Na gut. Das normale Labyrinth muss man halt einfach machen. Ich habe manchmal einfach keine Leichen mehr, weil sich das jetzt ja immer auf 3 hochlädt. Das muss man irgendwie besser kompensieren. Hat einfach nicht immer das Crate einsetzen, sondern dann, wenn ja keine Leichen, also man muss halt so ein bisschen schauen, wann die Leichen weg sind. Und die Übersicht geht halt recht flöten, also. Diese Feuerbälle, die sind so extremst, ja, das ist eigentlich immer das Highlight. Eigentlich sollten die Items oder irgendwas auf dem Boden, wie zum Beispiel diese Risse vom Event, Abyss Event, sollten eigentlich zuerst sichtbar sein. Also, ja, da ist Path of Exile einfach so. Die Effekte müssen am schönsten sein und am besten aussehen. So, brennender Boden ist auch eines so schwer in diesem Bild, weil man braucht einfach seine Zeit, um Gegner zu besiegen. Aber es ist dennoch schnell, also wie soll ich sagen, es ist mittel. Es ist wirklich nicht schwer. Okay, also 2 brennende Böden, unterschiedlich, habe ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Direkt nebeneinander. So. Also, ja. Und immer schön Dexterity sammeln auf den Items. Könnt ihr das auf die Juwelen machen, auf die Abyss-Juwelen.
Und gut, dass ich da kurz durch bin. Und ja, sonst einfach nichts. Also wirklich nichts müsst ihr haben. Kein einziges Attribut. Weil ihr macht schon genug Damage und es ist einfach nur cool. Also ja, jetzt habe ich den falschen Weg genommen und möchte eigentlich nicht mehr zurück. Ja gut, weil ich will überhaupt nicht sammeln. Also in den ersten zwei Labyrinthe müsst ihr überhaupt nicht sammeln. Einfach nur durchgehen. Jetzt müssen wir kurz schauen. Wenn das Netz nicht da drüben ist, dann muss ich natürlich wieder das Feuer, das will ich nicht. Ja, das sind natürlich so Schallplätze für Truhen. Ja, da unten drüber geht es sicher weiter. Das ist gut, ne? Wie das lange geht manchmal. Gut, sehr gut. Da geht's weiter. Ah, man hätte oben durchgehen können. Ja, gut. Ja, hier. Ja, manchmal hat man ein bisschen etwas zu suchen, aber es ist kein Labyrinth. Sie hätten es lieber ein bisschen komplizierter machen sollen, dafür weniger nervig mit Fallen bedecken. Weil es ist extremst, ich war in einer so Schlangenlinien angelegte ja, von diesen Stachelteilen aus dem Boden, diese Stacheln aus dem Boden kommen. Und ja, ich konnte halt einfach nicht mehr weggehen von dort. Die haben mich immer wieder am Boden gefesselt. Ich habe einfach kein Mobile-Bild. Ich müsste ja Wahl-Skelette beschwören, mal weglassen. Aber es ist wirklich. Ah, ich habe es gar nicht drin, okay. Ja, man braucht mehr Angriffs- also den Geschwindigkeit. Es ist noch schwer, bis man den Golem hat. Der hat dann genug Angriffsgeschwindigkeit, also Cast Speed. Er ist ja auch ein Angriff, wieso heißt nicht alles Angriffsgeschwindigkeit? Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn man als Magier dann ja Angriff benutzen muss. Gut, der Gutsweg, das ist wahrscheinlich das Falsche. Was ist denn das? Ja. Naja. Gehen wir wieder raus. Oh, Verseuchung. Gut. Hochwertig. Ich habe einen Tornado-Shot mit 18 Ding gefunden. 18 Quality. Und was ich da gedacht habe. Oh. Ich will nie mehr ein Ding haben. Oh. Man kann einfach manchmal gar nichts machen. Man muss einfach den Fallen tanken. Weil man halt einfach am Casten ist. Und ganz am Anfang, wenn ihr noch nicht so viel Cast Speed habt, müsst ihr einfach bedenken, dass ihr manchmal gestoppt werdet. Also einfach, dass die Animation abbricht. So lange geht sie halt. Ja. Obwohl es ist extrem schnell, also mir gefällt es so besser, das Spiel, wenn man nicht gerade immer spammen kann. Und ja, da hat man halt ein bisschen Problemchen, das hat man aber auch, wenn man sofortige Space benutzt oder andere Sachen. Attacken. Ja. Mhm. Es hat sich ja so gelohnt. Wunderbar. Gut, da ist es, aber da kommen wir nicht durch. Wir müssen unten durch. Und die Bewegungsgeschwindigkeit ist halt auch nicht, ja, geboostet noch so gut. 15 vom Boot. Aber das war's. Ich tue halt auch ein bisschen ja, eben MF-Sachen anziehen. Da geht schon ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit flöten. So 5-10%, also das ist nicht schlimm.
Okay. Später wird man wahrscheinlich ja, sehr viel stärker gegen Bosse, aber momentan geht es halt immer noch. Gut, dass die Gegner nicht angreifen. Also kann niemand, wenn das kommt. Schnell wieder. Ah Mann, geht weg. Immer wenn man das Spiel startet, hat man diesen Angriff auf die linke Maustaste. Yes, baby! Also so gut wie, ja, jetzt zwei Schläge bekommen, aber sonst gar keinen Schlag bekommen. Einfach viel zu einfach. Immer Bewegung. Ich weiß nicht, wieso das nicht die Grundeinstellung ist. Also ja, okay, es ist einfach für den Anfang. Sonst könnte man ja gar nicht angreifen. Aber dann müsste eigentlich der Grundangriff auf rechts sein. Ich weiß es nicht. Also es gibt manchmal Bedienungsschwächen hier im Path of Exile. Muss man ja damit umgehen. Haben wir kein Ding bekommen? Doch, zwei. Okay, hab's gar nicht gesehen. Also, die Qual der Wahl. Die da. Oh, nochmal zwei. Ja, toll. Ich hasse solche Kisten. Ich brauche Currency nicht. Bekommen alles hinterher geschmissen. Also natürlich diese verschiedenen für die Sockel. Aber... ja. Ist jetzt nicht so gut gewesen. Aber der Izaro hat gut gedroppt. Ein Messinghammer. Ja. Nehmen wir noch zwei Sachen mit. Ja, haben wir schon voll. Was haben wir denn aufgesammelt? Nehmen wir lieber die kleinen Sachen hier noch mit. Ja, also dann halt nicht. Okay, ja, die Handschuhe sind jetzt nicht so toll, aber ich tue sie für zaubern, oder was ich sage. Wort des Sturms. Okay, das muss irgendwas mit Donner sein, also. So, und wir nehmen natürlich den Elementarist. Necromancer wird auch gehen, wird es sogar vielleicht ein bisschen schneller sein. Aber dann müsste die noch mehr Leichen. Ne, das geht nicht so gut. So, damit wir zwei Golems jetzt haben, nehmen wir das. Dann wahrscheinlich Pendel der Zerstörung. Und ganz am Schluss meistens in der Zwietracht. Also das, das, das und das. Weil hier habt ihr verringerte reflektierte Elementarschaden. Das braucht ihr einfach im Merciless Labyrinth. Also. Ja, dann wenn ihr so Level 60 seid. Und das braucht ihr eigentlich nicht, weil ihr ja keinen anderen Spell benutzt, der ein anderes Element hat. Also das bringt eigentlich gar nichts. Man könnte jetzt einen hier reintun und einen hier noch reintun. Dann hat man ein bisschen mehr ja, Schaden, aber ja. Wenn der Schaden nie prockt, dann bringt es nicht. Außer für die Golems. Also außer die Golems, die... sind auch Attacken, aber ich glaube nicht. Sehr gut. Also, dann sind wir Elementarist. Jetzt haben wir noch den Malakai zu machen. Ja, ich würde es ein bisschen vielleicht später machen, das Labyrinth. Also, Malakai ist jetzt wirklich nicht mehr das, so das Ding. Ich mache genug Schaden und habe genug Defensive, also, ja. Okay, schon wieder diese Gloves, schon wieder dieses Amulett. Es droppt nicht mehr so unterschiedlich, ich weiß auch nicht wieso. Aber ich bekomme drei Masken für Supporter, wo den Schaden runter machen. Ich bekomme dieses Amulett und diese Gloves. Aber sonst nicht mehr so viel lang. Das, also ja, ich habe einfach Pech. Einfach nur Pech. So. Ja gut. Ja, das kann ich jetzt ja weglegen.
Du das nämlich immer in die Kiste. Neulinge wollen natürlich genau das abbekommen, weil ich so spendabel bin und die nicht verkaufen muss. Die Gegenstände bekommen von mir eigentlich sehr viel. Und ja, die Gilde ist eigentlich die einzige richtig öffentliche, ja, die, wo man keine Anforderung, nichts braucht. Also man darf spielen, man kommt schnell eigentlich in die Gilde und ja. Und es hat sicher noch viele Plätzchen frei. So, PT. Ah ja. Man muss immer wieder die Organe halt farmen. Aber ich wollte ihn einfach nicht machen, weil ich eben natürlich das Labyrinth machen wollte und ich bin zu müde gewesen dann. Dann habe ich halt auch gebrochen. Machen wir es noch mehr. Ja, das ist die Explosionsmine. Krater da. Ist nicht so toll. Die Risse sind extremst gut machbar. Also diese Krater hier. Und ihr müsst eigentlich gar nichts machen, also nur folgen dem Weg. Weil mit anderen Beats muss man ja nochmal zurückschießen oder ja, hatte so ein bisschen Probleme, aber mit diesem Beat weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Da gehst du. Also es ist wirklich manchmal schwer, den Weg zu finden. Die Gegner sind einfach zu stark mit einem Damage, also man kann es gar nicht ausweichen. Hat ein halbes Leben, muss aber vor den Heiltrank, immer sofort Heiltrank trinken. Man hat ja genug Flasks, Schritte, also Ding, Füllungen, genau. So. Ja, das nervt mir auch, dass der Elementarist immer fokussiert ist. Ich will dort bleiben, wo ich hier bin, also. Ja. Feuerschaden, ich glaube. Ja. Ich glaube, beides muss ich nehmen. So. Männer, also den Zauberstab mitnehmen. Gut. Jo. Also es gibt keinen einfachen Bild. Ich habe jetzt wirklich sehr gute Erfahrungen mit allen Builds von Streamen und alles Möglichen. Und die meisten kennen den Bild halt nicht. Es ist wirklich jetzt wieder ein Zauber, den man natürlich zuerst mal checken muss, dass es so stark ist. Okay. Die Diablo 2 gezockt haben, die wissen es, das Kadaver-Explosion auch so stark war. Jo. Also immer seitwärts eigentlich von den Bossen laufen. Das ist die wichtigste, ja. Weil so viel haltet ihr auch nicht aus, wenn ihr ein Tankmager seid, also es ist schon manchmal ein bisschen knapp. Und sonst IEQ, IER weg, fertig. Also das Beste. So, eins habe ich benutzt, weil ich solltet hier immer wieder zurückgehen. Ich habe den Inventar mit drei dieser fetten Gegenstände so voll, dass ist extrem nervig. Hätten sie viel kleiner machen können. Also das wollten sie so. Es war ja auch in Diablo 2. Es sind viele Sachen von Diablo 2. Es ist zu viel Diablo 2, ja, schon fast. Aber gut, es ist. Ich könnte noch so viel einbauen, aber ja. Es ist schon extremst gut. Was soll man groß besser machen, wenn ein Spiel schon extremst gut ist? Einem schon perfekt gefällt eigentlich. Es ist wirklich die Bedingungsmarken ein bisschen und ja, die Unfähigkeit von den Entwicklern.
in den Drops und Bossen. Ja, schaut. Ich habe nicht mal Zeit, kurz wegzugehen, wenn er schießt. Also so Bosse mit Burst Damage sind schwer. Also schwer. Ein bisschen stärker. Ganz wenig. Es ist halt der Luxus. Man hat nicht ganz so der Luxus. Also zum Beispiel bei Frost Arrow oder bei Rider's Fire. Das ist Luxus, aber auch nicht gerade so, dass man jetzt sagen könnte, ja, es tut gut, besser als andere und man würde nur noch den Bild nehmen oder so. Ja. Ihr müsst jetzt bedenken, ich habe lange gebraucht, um den Malachi ohne Tod zu schaffen, weil ich immer zu squishy war, immer zu viel Schaden erlitten habe. Aber ich denke, der wird sogar einfacher als der Tote vorher. Ich kann jetzt wieder nicht. Manchmal will ich einfach ein bisschen mehr vor Casten von der Entweihen, aber nein. Ich habe natürlich keine Leichen mehr, also ja, man kann es nicht mehr einsehen. Ja, noch ein Turm. Und dann war's. Also können wir ganz schnell zum Malachi gehen. So. Schön, wunderbar. Der Anfang hier ist ein bisschen lange. Also es gibt immer wieder so Szenen, da muss man, wird man einfach angeschwaffelt. Es soll rauskommen, fertig. Direkt mal Tentakel, aber er hat irgendwie nicht getroffen. Vielleicht wegen dem Schild. So habe ich jetzt Schaden bekommen. Ja, ist das ein bisschen blöd wegen den Leichen. Man bekommt ein bisschen wenig Leichen. Aber so. Es ist immer so, wenn zu große sind. Jetzt kann ich momentan gerade fast gar nichts machen. Ein bisschen ausweichen. Also das war viel zu leicht. Ich glaube, ich habe gar nicht Schaden bekommen. Jetzt habe ich ja kurz Schaden bekommen, weil ich über die Dinge gegangen bin. Diese Rune am Boden. Okay, leider ist das Spiel abgestürzt. Oh Mist. Ja. Gut. Also ihr seht ja, wie der Kampf ungefähr geht. Das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Ich möchte mal kurz noch, aha, neu starten von, ja, ein Stream-Update ist, ein Steam-Update ist schuld, also, natürlich. Wenn stürzt das nicht ab einem Steam Update, der Kampf wird immer neu gestartet, ja. Oder nicht? Nein, er wird nicht neu gestartet. Ja, zum guten Glück sind wir gerade mitten im Kampf gewesen. Das ist wieder richtig einfach, weil AOE sowieso irgendwo hingeht, wo es etwas zu tun hat, also im nächsten. Also
Ja, einfach immer wieder spammen hier. Mehr muss man hier nicht machen. Das Mana achten. Ja, genau, kommt man nicht mal ausweichen. Ist sofort tot. Sofort tot. Jetzt will ich nicht mal Wahl-Dinger einsetzen. Okay, ich hab's gemacht. Weil das ist viel zu leicht. Das ist schon fast peinlich für Malachi. Das ist einfach genial. Kein einziges Mal von irgendwas getroffen, also vielleicht von Blutegen oder so etwas, was überhaupt nicht juckt. Gedroppt hast du nicht viel. Okay, der Filter ist ja schuld. Ah ja. Also tiptop Bild, hä? Da macht Spaß. Wie findet ihr ihn so? Also, ich finde ihn einfach meisterlich. Besser geht's nicht. Es ist eben sogar schon zu lame. Also wenn man bedenkt, man müsste nichts mehr machen, ist es schon extremst lame. Hm. Ja, jetzt muss ich in die Eislande. Keine Ahnung, wieso das dort so kalt ist, aber... Weil hier links ist die Aschewüste, das müsste eigentlich heiß sein, von dem Vulkan. Und dann ist rechts oben, ja, kalte Lande, also macht überhaupt keinen Sinn. Hätten sie lieber ein bisschen noch warten sollen. Okay. Ist nicht so wild. So. Jupp. Also, Dankeschön fürs Anschauen dieses Videos. Es ist natürlich ein bisschen lange gegangen, aber ja, es gibt auch viel zu sehen und ich will ja auch euch etwas zeigen. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.